Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich mit so einem speziellen Vertikultierer hier deinen Rasen wieder richtig vertikultieren kannst, dass dieser einfach wieder besser wachsen kann. Wenn du Bock darauf hast, bleib auf jeden Fall dran. Das Vertikultieren hat übrigens den Sinn, dass hier jetzt zum Beispiel bei mir im Fall schon hier oben so ein sogenannter Rasenfilz sich gebildet hat. Dieser entsteht einfach durch Moos und vor allem auch durch irgendwelche Pflanzenreste, also hier zum Beispiel Gras, das einfach schon abgestorben ist, sich auf dem Boden hier absetzt und dadurch diesen sogenannten Rasenfilz hier bildet. Und den möchten wir mal wegbekommen, dass das Gras hier wieder genug Luft, vor allem auch genug Licht und somit auch Nährstoffe aufnehmen kann, um einfach besser zu wachsen. Du solltest deinen Rasen übrigens immer so etwa einmal jährlich vertikultieren. Die beste Zeit hierfür ist einfach im Frühjahr, heißt zum Beispiel April bis Anfang Mai oder auch gegen Herbst, wo es dann schon wieder etwas kühler wird. Das wäre dann September oder Anfang Oktober. Wichtig hierbei ist einfach, dass das Ganze hier nicht mehr gefrieren kann. Heißt, es darf kein Frost mehr vorhanden sein. Es sollte auch nicht zu warm und vor allem auch nicht zu trocken sein. Dann ist die perfekte Zeit dafür. Bevor wir jedoch vertikultieren, müssen wir unseren Rasen erst einmal vorbereiten. Bedeutet, 2 Wochen bevor du vertikultierst, solltest du erstmal mit dem Rasenmäher deinen Rasen auf ca. 4 cm kürzen und einen Tag danach düngen. Das hat bei mir im Frühjahr jetzt den Sinn, dass der Rasen über den Winter natürlich an Kraft verloren hat und durch den Dünger erstmal wieder Kraft bekommt. Denn diese Kraft benötigt er, wenn wir das Ganze hier vertikultieren und dadurch wird der Rasen auch nicht so schnell geschadet. Nach den 2 Wochen, was bei mir jetzt heute der Fall ist, solltest du unbedingt darauf achten, dass das Wetter relativ schön ist, heißt es sollte warm sein und vor allem auch das Gras hier unten trocken. Es sollte jetzt nicht irgendwie vor ein paar Stunden geregnet haben, denn dann macht das Vertikultieren wirklich keinen Sinn. Doch genug geredet, jetzt müssen wir erst einmal den Rasenmäher auf die niedrigste Stufe einstellen, das sind bei mir jetzt ungefähr 2 cm und damit gehen wir einmal über den ganzen Rasen, dass dieser wirklich schön kurz geschnitten ist. Wenn der Rasen dementsprechend gekürzt ist, müssen wir mal unseren Vertikutierer so einstellen hier außen, dass dieser in etwa 2 bis 3 mm hier in den Boden hineinritzt. Hat einfach den Sinn, dass wir natürlich nur die Oberfläche angreifen wollen, denn wenn das Ganze zu tief reingeht, würden wir natürlich das Gras auch verletzen, was wir auf gar keinen Fall haben möchten. Hier siehst du jetzt einmal noch die Vorzeigefläche, die ich für euch vertikutieren möchte und ich denke, du kannst gut erkennen, dass hier einiges an Rasenfilz vorhanden ist, der einfach wieder weg muss. Wenn der Vertikutierer jetzt an ist, solltest du schauen, dass du wirklich relativ zügig über das Gras drüber gehst und wenn du einen Richtungswechsel vorhast, solltest du immer den Griff leicht nach unten drücken, dass vorne die Messer einfach nach oben rausschauen und somit nicht im Gras unten drin bleiben. Nachdem ich das Ganze jetzt einmal längs vertikutiert habe, denke ich, kannst du relativ gut sehen, dass hier schon einiges am Moos raus ist. Und vor allem, dass ich wirklich nur die Oberfläche leicht angekratzt habe und so circa 3 mm in den Boden rein bin. Um das perfekte Ergebnis zu erzielen, solltest du nach dem Längsvertikutieren jetzt auch noch quer das Ganze machen. Bedeutet einfach über Kreuz und dadurch geht noch einmal mehr Rasenfilz aus deinem Rasen raus. Hier hat sich eine enorme Menge an Moos jetzt gelöst und diesen Moos bzw. Rasenfilz muss ich jetzt entfernen. Hierfür hole ich mir mal einen Rechen und einfach einen Schubkarren. Zum Vergleich siehst du hier auf der linken Seite jetzt mal noch das Stück, das ich vertikutiert habe. Und hier kann man auch die Erde relativ gut erkennen, wodurch das Gras einfach wieder relativ viel Luft und auch Licht bekommen kann. Und auf der rechten Seite habe ich die Stelle, die einfach nicht behandelt worden ist. Und dort ist wirklich noch eine Menge an Rasenfilz, den ich jetzt auch noch entfernen werde. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass hier im Gras wirklich noch sehr kahle Stellen sind, wo einfach fast kein Gras mehr wächst. Hier musst du dann einfach noch nachsäen und sonst das Ganze einfach regelmäßig gießen. Den Rasen nach dem Vertikutieren etwas ausruhen lassen und dadurch wächst er dann mit der Zeit auch wieder schön. Wenn du dir für zu Hause jetzt noch einen Vertikutierer, einen Rasenmäher, neue Rasensaat oder sogar einen speziellen Rasendünger zulegen möchtest, dann kann ich dir hier wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren.
Wenn du dir also irgendwas von hier zulegen möchtest, einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren, um somit kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 € einzusparen.